Willkommen zurück zu Let's Play Shade, Zorn der Engel. Ja, hier ist immer noch alles tierisch voll. Alles voll mit Untoten offensichtlich. Fucking Untote Mist. Ah, was hat der denn gemacht? Er hat mich aus seinem Schritt beschossen. What the fuck? Penis-Zombie-Kanone! Ja. Oh, shit. Angefallen. Ist es wirklich notwendig, dass wir da nochmal Ritter beipacken? Zu den Rittern auch noch Bogenschützen packen? Ich meine, die sind so schon stark genug. Fuck you. Fuck you, you fucking fuck. Fuck! Fängt schon gut an. Fängt schon sehr gut an. Nein, diesmal gehe ich erst hier lang. Zombies! Zombies! Ah, schon wieder. Au! Zombie-Bitch-Slaps oder was? Liebe Untote, ich mag es nicht, wenn ihr mich Bitch-Slappt. Könntet ihr das bitte unterlassen? Freundlichen Grüßen. Indiana Jones, Tomb Raider. Indiana Crofts. Schon besser, jetzt kann ich mich nämlich heilen. Ich hab ganz schöne Adern an den Armen. Treten wir in Ärsche und gauen Kaugummi. Und wir haben überhaupt keinen Kaugummi. Na komm. What the fuck? Der gibt mir einen mentalen Zombie-Cockslap. Ich glaube dir nicht. Zack. Ich bin des Schwertes munter. Und ich zu Todesleppe diesen verdammten Tempelritter. Ha! Meine Dämonenkraft ist nützlich. Genau genommen sehr sogar. Schlüssel. Auch hier wieder. Wofür hat man den Schlüssel? Oh shit. Überraschung. Und natürlich verdammte Bogenschützen, weil ist ja so nicht schwer genug. Zack, 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 zack. Au. Vor allem dann, dass die dann immer noch abhauen. Das finde ich dann immer noch so fürchterlich nervtötend. Aha. Sieg, Schlampe. Sieg. Jetzt bloß weg, jetzt vor ihr noch mehr spawnen, was mir auf den Sack gehen kann. Holy shit. What the fuck? Au. Oh.
So funktioniert es nicht. Mir fehlt noch etwas. Ah, ich weiß auch, was mir fehlt. Das, was hier liegt. Eine Fackel. Fackel. Mit Fackel kann ich Kisten abfackeln. Wie der Name schon sagt. What the fuck? Jetzt sind wenigstens Gegner, die laufen nicht weg. Dann kann man die auch mal ordentlich verdreschen hier. Ach ja, sonst noch jemand? Möchte noch jemand einen auf die Fresse haben? Ich habe noch genug übrig. Katzi. Davon gibt es eine ganze Menge in diesem Spiel. Okay. Willkommen im Reich der Toten. Ist doch ganz gemütlich hier. Dies ist nicht die Zeit für törichte Scherze. Dich erwartet ein hartes Duell. Der Fürst der untoten Ritter. Er bewacht den zweiten Teil des Engelsherzens. Lupi. Und das ist nicht alles. Du musst auch das Buch der Sünde finden. Nur mit diesem Buch kannst du die Tür zum Turm öffnen. Warte mal, was für ein Turm? War ja nur eine Frage. Wie schön, dass er das alles so locker sieht. Ich würde sagen, Bitch, please. Ich meine, ernsthaft, was für Türme? Immer irgendwelche Dinge suchen, sammeln und holen. Ja, wenn da immer keine Begrüßung ist, dann weiß ich auch nicht. Ein Skeleton. Au. Und natürlich Cockslap-Zombies. Zurück ins Grab bei dir. Echt mal. Hat sich ausgezombied. Take some of these. Okay, was haben wir da? Altair oder ein Schattenreiter oder was? Einer von den Nazgul. Auf einem Pferd. Mit einer Sense. Oh nein, das ist eine Statue vom Tod. Super. So, so. Eine Statue vom Tod. Fuck. Holy shit, das ist ein sinnvoller Raum. Not. Warum? Was habe ich denn jetzt getan? What the hell? Zack. Bam! Deinen knochigen Arsch woanders hin. Na, supidopi. Nee, da geht's nicht lang. Das sieht allerdings schon vielversprechend aus. Mysteriöse Rätsel und ein Weg an der Seite. Und da muss man also überall entlang. Gar nicht aufwendig, nö. Vor allem, wenn man bedenkt, dass jeder normale verdammte Gegner mich dank dieser bekackten Steuerung wegslippen kann. I am not amused. Okay.
Ach du Scheiße, so gut wie tot. Es war möglicherweise keine kluge Idee, sich von da oben runterfallen zu lassen. Hier hochklettern. Komm, ich brauche einen Heilungsplatz, Leute. Dämonenshop. What the fuck? What the fuck? Nein, 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 du kletterst da hoch, Arschloch. Ich würde sagen, ganz locker, du kletterst da hoch. Fall runter und ich werde dich in ewiger Verdammnis hassen. Auch irgendwelche Dinge, die mich verbessern. Menschenähnlichen Charakter kann jetzt ein Volk eintreten und dadurch unsterblich werden. Nein. Flüstern Chaos. Nein. Magischer Totenschild funktioniert wie Granaten. Nein. Gelähmt. Nö, brauche ich auch nicht. Was ist das? Dieser Feuerring verbreitet sich, wenn die Dämonen vom Dämon ausgehen, wie eine Welle. Ja. Ja, okay, aber die Kosten sind auch ein bisschen höher, ne? Okay, dreimal so mächtig. Was ist das für ein Kram? Feuerwand, zu teuer. Und was war das? Okay. Dann muss ich wohl tatsächlich, obwohl kann ich mir nicht leisten, verdammt. Kann ich mir auch nicht leisten. Der Dämon feuert diesen Zauber auf einen Gegner, getroffene Gegner wird darauf hin. Man kann sich hier so gut wie nichts leisten am Anfang. Ups. Die Unsterblichkeit. Und wie setze ich die ein? Na, verratet es mir nicht. Jetzt muss ich hier irgendwie wieder rausklettern. Habt ihr euch jemals gefragt, wie Tomb Raider wäre mit schlechterer Steuerung und mehr Untoten? Sucht nicht weiter. Shade, Zorn der Engel ist das Spiel, was ihr sucht. Ah, jetzt aber. Das klang nicht gut. Oh, schönes Bett. Autsch. Sonst ist hier nichts anderes. Nee, sieht nicht so aus. Hallo? Jo. Ah. Vor allen Dingen, warum können die mich immer treffen? Zack, zack. Schwing, schwing. Au. Au. Gucken wir mal kurz. Dämonen. Ach, Dämonen. Oh, super. Nicht genug Zeit für den Dämonen gehabt. Ah, komm, verwandle dich endlich mal. Okay, das könnte tatsächlich praktisch werden. Außer natürlich, es hält nicht mehr. Doch, das könnte nützlich sein. Ich meine, jetzt die Zombies sind mehr, das ist klar, aber ansonsten. Praktische Zauber, liebe Leute, praktische Zauber. Dann war es ja doch nicht gänzlich nutzlos. Zack, zack, zack.
I fucking finish you, piece of shit. Okay, liebe Leute, an dieser Stelle muss ich den Part beenden. Wenn es euch gefallen hat, dein Liken und Subscriben. Bis zum nächsten Part in Shade. Zorn der Engel. Seht ihm in die Augen.